way, yo. Es ist soweit. Dezember, take me out. Ladies and Gentlemen, unsere Single Ladies. Oh mein Gott, guckt sie euch an. Eine hübscher wie die andere. Boah, Alter. Findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß, bleibt die Hose tot, dann zeigt ihr rot. Du zeigst auch rot. Das ist mir viel zu dünn. Wow. Tut mir leid, aber so sollte keiner reden. Im Endeffekt haben sie einfach nur eine Karte gezeigt und es hat direkt so reagiert. Also ich finde es einfach... Es tut mir leid. Schmerzen, ich fühle mit ihm. Medusa-Piercing heißt es. Also, er hat einen coolen Style, das muss man ihm lassen, aber er ist irgendwie nicht mein Typ. Was bietest du einem Typen an? Meine Liebe, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit und mich. Könnt ihr tanzen? Ich kann twerken. Way yo. Ihr möchtet wissen, wie das funktioniert. Dafür müsst ihr auf Instagram kommen. Wir erstellen privat eine Gruppe von den Mädels und von den Jungs. Um bei diesem Format teilzunehmen, müsst ihr auf Instagram kommen. Schickt mir ein Bild, Alter, mindestens bitte 16 Jahre alt. Und ich entscheide, ob du dabei bist oder nicht. Nochmal ganz kurz hier. Sammy, Bruder, Grüße erstmal an dich. Folgen einmal der Larue TV und Jan Bro. Mein Bruder, Grüße gehen an dich raus. Viel Spaß beim Reaction. Und film mal nochmal diese ganz kurze Schuhe. Diese freshen Schuhe könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Link ist in der Bio. Mit Trill Pumping könnt ihr nochmal ein paar Prozent sparen. Danke nochmal für die Unterstützung an meinen Kameramann. Wir machen das privat. Mit Ankündigung ist zu viel los. Und natürlich nicht vergessen, Zeitjeans abchecken. Link ist in der Bio. Wir haben jetzt nochmal im Januar eine brutale Kollektion. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir babbeln nicht lange drum rum. Jetzt gehen wir mal eine Runde zu den Mädels. Kommt mit. So, darf ich präsentieren, Ladies and Gentlemen, einmal unsere Single Ladies. Oh mein Gott, guckt sie euch an. Eine hübscher wie die andere. Boah, Alter. Okay, take me out auf meine Art. Ihr wisst, was zu tun ist, Ladies. Ich gebe den Spruch noch einmal für euch und für euch. Wir warten jetzt auf den ersten Kandidaten und bevor der erste Kandidat natürlich hier reinkommt. Ladies, findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß, bleibt die Hose tot, dann zeigt ihr rot, okay? So, dann würde ich mal sagen, holen wir den ersten Kandidaten hier rein. Depot on the beat. Dann haben wir schon mal den ersten Kandidaten. Applaus bitte. Ich gehe mal auf die andere Seite. So, dann machen wir Folgendes. Und zwar gucken wir jetzt mal, ob schon mal von den Mädels her jemand rot zeigt. Okay, dann gucken wir schon mal. Weiß, rot, 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 weiß, 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 rot. Dann fangen wir doch mal gleich hier an und fragen, warum, weshalb. Wieso zeigst du rot? Weil er nicht so mein Typ ist. Aber ich glaube, er hat ein gutes Herz. Kann sein, dass er ein gutes Herz hat. Kann sein, muss nicht sein. Aber er ist nicht mein Typ. Okay, was ist dein Typ? Beschreib uns mal. Sag mal deinen Namen. Ich stehe auf Half-Cars. Mein Name ist Fai. Fai. Babygirl Fai. Folgt mir auf Instagram. Oh yeah. Gert Varen. Okay, was war bei dir? Weiß. Du bleibst weiß. Du auch. Du auch. Du auch. Warum zeigst du rot? Er ist nicht mein Typ. Ist nicht dein Typ? Schreib mal deinen Typ. Der muss halt ein bisschen größer sein. Was müsste er ändern, damit er dein Typ ist? Hose ein bisschen lockerer. Hose ein bisschen lockerer? Aber sonst sieht er gut aus. So wie bei mir, oder was? Ja, so. Okay, für so Hosen müsst ihr erstmal Sidejeans abchecken. Link ist in der Bio. Okay, du zeigst auch rot? Weil er nicht mein Typ ist. Also sein Style sieht gut aus und so, aber nee. Was ist dein Typ, wenn wir mal fragen dürfen? Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen bestimmten Typ so. Aber er nicht? Nein, er nicht. Okay, du zeigst rot? Ist nicht mein Typ. Ist nicht dein Typ. Und du? Weiß. Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder rüber zu meinem Bruder. Mädels, er stellt sich jetzt vor und ihr hört zu, okay? Zu der Frage erstmal, man kann nicht jedem gefallen. Ja. Und ich bin der Gian, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Köln und ja. Hast du Talente? Ja, ich kann Instrumente spielen. Er kann Instrumente spielen. Oh, wir haben einen Rot bekommen. Wir haben einen Rot. Du zeigst Rot? Ja, er ist mir ein bisschen zu alt. Bisschen zu alt? Ja. Ach so, war nicht abtönen wegen Instrument? So, ja, so das auch, aber eher deswegen im Alter. Hat sonst jemand noch rot gezeigt? Nein, bleiben alle weiß. Korrekt. Fragen wir mal so, Gio, hast du einen Fetisch? Was ist dir sehr wichtig bei einer Frau?
Also, auf was achtest du als erstes? Also, eine Frau muss jetzt, sagen wir mal, von 1 bis 10, jetzt was Schönheitsgrad angeht, eine 5, muss nur menschlich sein, sollte nicht dumm sein und Das war's. Okay, dann wendet sich jetzt das Blatt. Und zwar hast du 1, 2, 3, 4. Du hast 4 Mädels zur Auswahl. Du suchst dir 2 von denen raus, ja? Und dann stellst du denen 2 Fragen und dann entscheidest du, welche du datest. Such dir mal 2 von denen aus. Welche möchtest du? Ja, die 2, ja. Welche? Die 2 nehmen. Sie und sie. Okay, kommt ihr beide bitte vor. Warte, stellt euch mal einmal vor. Hi, ich bin Madeleine. Ich bin Nafisa. Ich hab schönere Augen wie Madeleine, oder? Leute, komm mal näher. Wer hat schönere Augen, ich oder sie? Okay, Bro, du stellst denen eine Frage, sie überzeugen dich. Danach entscheidest du, welche du datest. Das Ding ist, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was ist egal. Was würdest du einer Frau denn für eine Frage stellen, wo du sagst, damit hat sie mich überzeugt, die ist die bessere? Also würdet ihr für mich jeden Tag die Wäsche waschen, kochen? Und etc. Nein. 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 Warum nicht? Findest du, das gehört nicht zu einer Frau? Ja, doch, aber ich finde trotzdem, dass der Mann auch mal ein paar Sachen übernehmen kann. Was sagst du? Bei mir ist es genauso. Also er kann ja auch selbst waschen, oder? Also bei dir ist so, dass der Mann alles machen muss? Nein, aber man teilt sich die Arbeit so. Okay. Döner mit oder ohne Knoblauch? Mit Knoblauch. Mit. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ey, wir haben einen Unentschieden. Trotzdem entscheidest du jetzt, mit welcher du hier einmal rauslaufen würdest. Du hast die Wahl. Unangenehm, wir wissen es, aber trotzdem durch. Ich nehme sie. Wen? Sie. Ich wünsche euch alles, alles Gute schon mal. Und ciao, ciao. I've been really trying, baby. Okay, Mädels, ihr wisst, wie der Hase läuft. Findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß. Bleibt die Hose tot, zeigt ihr rot. Way yo, Alter, was ein Playboy, Moro. Bro, dann gucken wir jetzt erstmal bei den Mädels, wer rot zeigt. So, weiß, rot, 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 weiß, rot, rot, weiß. Dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt hier an. Du zeigst rot? Ja. Weshalb, wieso? Ja, nicht so mein Typ. Nicht so dein Typ? Aber nicht so persönlich, aber so, nicht so mein Typ. Okay, ist nicht dein Typ. Ja, einfach mal so, gut, ne? Du zeigst auch rot? Ist mir viel zu dünn. Wow! Beschreib uns noch mal deinen Typ, das interessiert mich. Ja, auf jeden Fall ein bisschen größer müsste der sein, okay, und ein bisschen breiter so. Der ist mir zu dünn. Ey, Bro, dir fehlt auf jeden Fall die Breite. Was? Ja, bin ich schlau als breit. Okay, das war eine gute Ansage, Aussage. Du bleibst weiß? Ja. Du zeigst rot? Warte, wir machen gleich die Vorstellung. Also ich kenne ihn nicht, aber er wirkt unsympathisch auf mich. Du wirkst unsympathisch. Okay, du zeigst auch rot? Ja. Weshalb? Der ist zu jung. Der ist zu jung. Wie alt bist du denn? 20. Er ist auch 20. Ja, aber Jungs sind im Kopf ein bisschen kindisch. Okay, und du? Auch nicht mein Typ. Auch nicht dein Typ. Du? Auch nicht mein Typ. Wirkt unsympathisch. Wirkt unsympathisch? Ja. Oh, ich weiß nicht, woran das liegt, Bruder. Aber die meisten haben gesagt, du wirkst unsympathisch. Woran, Bruder, liegt das? Wenn ich unsympathisch bin, sorry, aber ihr kennt mich nicht richtig, also könnt ihr mich nicht beurteilen. Ihr müsst mich erst kennenlernen, um zu sagen, ob ich sympathisch oder unsympathisch bin. Viele meiner Freunde sagen, ich bin zu sympathisch. Ihr kennt mich nicht. Viele sagen, ich sehe jung aus, gebe ich auch zu, aber ich bin 20. Aber erst kennenlernen und dann kann man was sagen. Also, okay, sorry. Ey, wir haben schon mal noch einen rot. Warum zeigst du rot? Es tut mir leid, aber so sollte keiner reden. Im Endeffekt haben sie einfach nur eine Karte gezeigt und er hat direkt so reagiert. Also ich finde es einfach scheiße. Es tut mir leid. Willst du auch noch was sagen? Also im Endeffekt, er meinte ja, dass er, was hat er gesagt, Wesley? Er meinte doch charakterlich, so man soll ihn charakterlich kennenlernen. Aber wir haben nur gesagt, er wirkt unsympathisch. Wir haben nicht gesagt, ja, wir wollen ihn kennenlernen oder so, sondern so mäßig, ja, genau, so dieses, wenn man ihn sieht, man denkt direkt so, er ist unsympathisch. Aber es hat nichts damit zu tun, okay, was er gesagt hat. Okay, stell dich den Mädels vor. Wie gesagt, ich heiße Mohamed Amin, bin 20 Jahre alt, arbeite im Krankenhaus, bin Kinderkrankenpfleger. Ich studiere bald Medizintechnik, wenn es klappen sollte. Stabil. Okay, auf was achtest du bei einer Frau als erstes? Was ist dir sehr wichtig? Bruder, nichts gegen Mädchen, aber ich achte drauf erstmal, wie gesagt, auf Charakter und zweitens muss sie bei mir Marokkanerin sein, da ich selber Marokkaner bin. Also, Sei leise rein, du hast rot gezeigt. Ey, hat noch jemand rot gezeigt? Lieber sonst nicht. Jeder weiß. Warte mal, wer ist weiß geblieben? Keine. Oh, die einzige. Ja gut, dann bitte ich dich einmal vor.
Komm mal vor, komm vor. Hi. 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 Wer ist dein Typ? Wie gesagt, ich stehe auf Marokkanerinnen. Ja. Also jetzt nichts gegen dich, aber ja. wenn dein Charakter geil ist, kann man halt vieles ändern. Aber wie gesagt, ja. bei mir immer, ich stehe auf Marokkanerinnen, ob Berberin oder Araberin, ist mir egal. Okay, aber ich finde dich ganz süß. Ich mag deine Augen, ich mag deine Lippen. Also optisch gefällst du mir ganz Danke, ich gut. mag deine Art und Weise auf jeden Fall auch, aber... Also, wie gesagt, datest du sie? Bruder, nichts gegen sie, aber wie gesagt, ich bin Marokkaner, also gehen wir mit nur Marokkanerin. Okay, dann hätte ich gerne einen Applaus für das korrekte Mädchen. Du gehst wieder zurück auf deinen Platz. Okay, Mohammed Amin verabschieden wir ohne ein Mädchen. Yalla, yasala, bitte Applaus. Mädels, ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir warten auf den nächsten Kandidaten. Findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß. Bleibt die Hose tot, zeigt ihr rot. Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir den nächsten Kandidaten. Der Power in the B. Hey, der nächste Kandidat. Applaus. Wei, Habibi! Wallah, Billa, keine kommt jetzt. Du guckst zuerst rot, ihr Selene. Chill doch mal! Wir gucken jetzt erstmal bei den Mädels, wer rot zeigt. Wir fangen ganz vorne wieder an. Rot, 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 rot. Schmerzen, ich fühle mit ihm. Ihr seid schon asozial, alle. Bruder, die haben alle rot gezeigt. Was sagst du? Guck mal, was ist das, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Was ist das? Nicht mein Typ, Bruder. Ey, du hast nicht mal die Chance bekommen, dich einmal vorzustellen. Nicht dein Typ. Nein, Bruder, alle. Alle? Alle, Bruder. Okay, wir fragen jetzt mal ganz vorne an und fragen, weshalb. Ibo, ich nehme dich direkt mit dazu, komm her. Du zeigst rot, weshalb? Ich weiß nicht, ist nicht so mein Typ. Ist nicht dein Typ? Ja. Yeah. Was ist dein Typ? Auf jeden Fall nicht er, also keine Ahnung. Bestimmt, Boy. Ja? Okay, was sagst du? Auch nicht mein Typ. Auch nicht dein Typ. Guck mal, Schatzi, du kennst mich doch schon, oder? Ja, ja. Wir beide. Ihr seid hier. Beste Leute. Aber wieso zeigt ihr Rot? Guck mal, weil, nicht weil er unser Typ ist, also so, weil wir ihn als Bruder sehen. Ja, weißt du, du bist ja, so. Ja, warte mal, hier, Schwester ist, beide Schwester ist, ja. Aber hier, glaube ich, hol dir Salam. Du zeigst auch Rot? Ja, es ist nicht mein Typ, er ist ein bisschen zu klein, aber. Ja, wallah, klein, aber gut arbeiten. Beschreib uns doch mal deinen Typen. Dich haben wir gar nicht gefragt. Also, ich mag grüne Augen und breite Jungs. Was? Breite Männer und grüne Augen. Okay. Assalamu alaikum. Ich sehe ihn auch als Bruder. Ihr seid mir kulde Bruder? Alle Bruder? Ich mach gar nicht Mister. Zeig's auch rot. Uqusumu billah, diese Mädchen. Wallahi billahi kuma ihre Augen, Bruder. Masha'Allah, was war eine schöne Mund. Nur einmal kussen. Filmen Sie mal. Wallah, nur einmal kussen, danach weiter schicken. Ja, kussen, danach weiter schicken, Bruder. So eine oder was? Nein, nein. Sie hübsch. Wallah, sie hat schöne Augen. Warte mal, ich frag mal den Ibo so. Wer ist so dein Geschmack, die hübscheste hier in der Reihe? Geh mal zurück, hinein, ein Kilo Schminkel. Meine Schwester. Und diese hier sind immer was das. Diese auch Schwester. Mashallah, diese ja, aber diese auch nicht. Diese auch nicht hier. Nur hier, Bruder, nur hier. Nur hier, Bruder. Ey, Madeleine, was sagst du zu Ibo? Also, ich glaube, du bist ein netter Junge, aber... Dankeschön, Wallah. Was hast du hier? Piercing, siehst du doch. Nein, das, Wallah, wer ist das? Wallah, das gefällt mir sehr. Medusa-Piercing heißt das. Wallah, schöner Mund, was das? Nur einmal küssen, danach weiter. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Komm mal her. Willst du dich von Ibo küssen lassen? Nein. Nein, nein, Bruder, nein. Ohne Eselemi. Okay, ey, du warte, du sagst auch nein, weshalb? Du bist nicht mein Typ. Ist nicht dein Typ? Was ist denn dein Typ? Ich mag so Bubi-Gesichter, weißt du so. Frisch rasiert und so. Genau. Und du? Warum? Weil ich aus Thailand. Thailand? Wallah? Ja, wallah. Wallah? Wallah? Wallah billah? Wallah. Ja, okay, dann. Okay, Publikum ist am Ausrasten. Ich glaube aber, dass du ein sehr sympathischer Typ bist. Das sehe ich dir in deinen Augen an. Aber ich stehe auf Half-Care. So. Wallah? Aber du bist bestimmt lustig. Deine Haare sind echt oder fake? Die sind echt. Okay. Wallah. Kannst du das wegmachen kurz? Ey, mach mal wieder die warte, Reihe. Warte. Yeah! Ja, gut. Okay, ey, Ladies, wir verabschieden trotzdem Ibo Lala ohne ein Mädchen. Dankeschön, dass du dabei warst. Tschüss. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie der Hase läuft. Findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß, bleibt die Hose tot, zeigt ihr rot. Ladies and Gentlemen, der letzte Kandidat, bitte. Der Power in the B.
Gentleman. Der nächste Kandidat, Alter. Dann würde ich mal sagen, schauen wir erstmal, wer rot zeigt, Bro. Rot, 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 weiß, 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 weiß. Oh yeah, Gert Varen. Du siehst, einige zeigen rot und einige weiß. Stell dich mal vor. Ich bin Joes, ich bin aus Taunusstein. Auf was achtest du bei einer Frau am meisten? Worauf achtest du als erstes bei einer Frau? Aussehen, muss vom Style her auch von mir aus passen. Und ja. Okay, dann fragen wir mal jetzt. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Warum zeigst du rot? Ich hab nicht gehört, was er gesagt hat. Ist mir egal, warum zeigst du rot? Du hast von Anfang an rot gezeigt. Typ. Das ist nicht dein Typ. Weil. Warum? Weil. Warum? Weil. Weil. Auch nicht mein Typ. Nicht mein Typ. Warum nicht? Weil er nicht mein Typ ist. Der ist hübsch, aber auch nicht mein Typ. Du? Also, er hat einen coolen Style, das muss man ihm lassen, aber er ist irgendwie nicht mein Typ. Okay. Also, ich mag den Joes, er ist ein sehr korrekter. Ja, deswegen lass ich weiß. Und du? Wie alt ist der? Wie alt bist du? So alt wie du bist. Nee, wie alt ist der? Ich will mal wissen. Oh, wegen diesem Spruch hast du jetzt rot bekommen. Das bedeutet, dass er zu jung ist wahrscheinlich. Du bist zu jung. Wie alt bist du? Sag dein Alter. 18. Ja, okay, rot. Also mir ist Alter egal. Also du sagst, ja, würde ich schon mal lächeln, ja. Probieren. Ja, also du weißt ja. Ich will schon mal am Welt Godzilla kommen. Und du? Und ich? Ich stehe auf Half-Cast. Also ist er schon dein Typ, gell? Ja, der ist mein Typ. Oh, positiv. So, jetzt wendet sich das Blatt. Und zwar hast du. Du hast drei Mädels, die weiß zeigen. Von den drei suchst du dir jetzt zwei aus, stellst denen eine Frage, womit sie dich überzeugen. Dann entscheidest du, welche du datest, mit welcher du hier einmal rausläufst. Die letzten beiden da. Kommt ihr bitte einmal vor. Hello. Hi. Hi. Gehört? Die ist die Fei. Wie ein Feuer. Bist du auch wie ein Feuer? Ja. Ja? Burn it. Was kannst du denn einem Typen anbieten? Meine Liebe, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit und mich. Ah! Okay, und du? Alles, was er will, ja. Wenn er korrekt ist, wenn alles passt, dann kann ich alles geben. Du bist schon heute... Was? Ah! Ich habe gesagt, wenn der Mann korrekt genug ist und es wert ist, gebe ich ihm alles, was er will, ja? Ja, wenn er das wert ist. Was heißt denn, du gibst ihm alles, was er will? Eier. Eier. Hey, hey. Ich schwöre, die gibt wirklich alles, die macht alles, alles. Ich bin eine Traum. Also bei uns in der Gegend nennt man sowas Daben. Was nennt man das? Daben. Okay, Joes, du stellst den beiden eine Frage oder von mir aus zwei oder du gibst ihnen eine Aufgabe, womit die dich überzeugen und danach sagst du, welche du haben möchtest. Könnt ihr tanzen? Ja. Ja, so. Könnt ihr tanzen beide? Ja. Ich würde jetzt nicht tanzen. Willst du tanzen? Ich kann twerken. Ey, mach mal einen Beat an, wir machen es richtig, komm. Warte, mach mal einen Beat an. Für dich twerken. Oh mein Gott, krass, krass. Klarer Fall, welche möchtest du haben? Auch wenn sie gut gezeigt hat, nehme ich es trotzdem. Oh! Das ist ein Mann, der lässt sich nicht blenden. Ja, was macht ihr denn heute Abend? Okay, ey, ich wünsche euch alles, alles Gute in Zukunft. Wir verabschieden die beiden einmal hier raus. Dir hat dieses Format gefallen? Dann komm jetzt auf Instagram und bewerb dich. Schick uns Bild, Alter, mindestens 16 Jahre alt. Wir entscheiden, ob du dabei bist oder nicht. Genauso wie die Mädels das auch gemacht haben. Wir haben eine Privatgruppe erstellt. Wir machen privat natürlich den Ort aus, wo wir uns treffen. Ihr wisst Bescheid. Mädels, hat es euch gefallen? Ja! Die Mädels waren für mich da, natürlich die Jungs auch. Ihr habt mir gegönnt, ich gönne euch auch. Einmal Instagram pushen, komm. Ihr könnt den allen folgen. Oh Gott, also MRGSMA. Also Blue Eyes Baby mit 2 Z. Miriam-LB205. Nafisa Kalissa. Baby Girl 5 mit 2 Y. Okay, ihr wisst, wie der Hase läuft. Unterstützung ist da. Schaltet jeden Sonntag 13 Uhr ein. Habibis, bis zum nächsten Mal.